Was gibt es Schöneres für einen Motorrad-Enthusiasten mitten im Winter, um genau zu sein, am 22. Januar im Jahre 2021, sich ein neues Rennmotorrad bauen zu lassen? Du gibst zwar Vollgas, aber das Motorrad, die Drosselklappen wird nie ganz aufmachen. Das brauchst du natürlich im Rennbetrieb, um schnell zu sein. So, hier haben wir jetzt ein bisschen in Bremskühlung investiert. So, now you put everything together for the handlebars, yes? Yes, preparing the throttle for, okay, with the short one. Filler cap, also die Tankdeckel. Okay, wir haben das erste Teil im Einkaufswagen. Genau, dann brauchen sie auch Gabelbrocken. Jeder Straßenfahrer, jeder Rennfahrer, jeder Hobbyrennfahrer träumt davon, mit einem Profi-Rennstreckenmotorrad über eine Rennstrecke auf dieser schönen Welt zu fahren. Die Jungs sind echt motiviert, also die haben echt Power. Also ich glaube, ich bin fertiger wie die. Frische Luft kommt doch gut. Thank you so much, guys. You are awesome. Thank you. Ich bin heute hier bei der Firma Yard in der Steiermark im schönen Österreich. Und wir bauen heute ein richtiges Rennmotorrad von Yamaha aus der Modellserie RN65 R1. Hier nebenan ist die Werkstatt, wo alle Fäden zusammenlaufen. Und jetzt suchen wir uns einmal aus dem Standardmotorrad, aus der Schachtel, mit Folie, mit Spiegel, eine aus. Und die bauen wir dann mit den richtigen Teilen um so ein richtiges Rennmotorrad zu entwickeln. Kommt dann mit auf diese Reise mit mir. Bis gleich. Sonst geht's dir gut? Mir geht's gut. Also Markus, ich bin schon online. Wir dürfen uns jetzt da ein Moped aussuchen, oder? Oder haben wir vorgegeben, welche das wird? Wird es ein blaue oder ein schwarze? Ein schwarze wird's. Aber ist eigentlich eben wurscht, oder? Du, grundsätzlich ist es das Gleiche. Also wie so 6, da ist jetzt ein bisschen eine Auswahl an serienmäßigen RN65. Auswahl ist zwischen Blau und Schwarz. Wir nehmen jetzt eine schwarze, weil es eigentlich eh wurscht ist. Und mit der gehen wir jetzt rüber in die Werkstatt und dann wird die zerrupft und dann stecken wir die Teile rein, die richtig Spaß machen. So, jetzt ist natürlich erst einmal wichtig, die ganzen Serienparts alle abzumontieren. Und was hast du gedacht, dass wir da zeitlich, sind wir da drin, alles abmontieren, die ganzen Serienteile, zeitlich ungefähr drei Stunden. Das dauert jetzt so circa 3 Stunden, dann wird das komplette Serienmotorrad quasi in die Einzelteile zerrupft. Und dann kommt alles raus, was wir nicht brauchen. Somit die Standardverkleidung, die Standardauspuffanlage, der Standardkühler, der Kabelbaum, das Steuergerät. Motor bleibt drinnen und dann schauen wir mal, wie viele Teile das da so am Ende der 3 Stunden so am Boden liegen. Can you tell me something about what you are doing now at the moment? Just take out the brake fluid from, yes, the brakes to remove the standard brake lines and stuff like that. Okay. Then after to be ready to put the racing stuff. So, man sieht schon, es sind ja gerade mal irgendwie 10 Minuten vergangen und das halbe Motorrad ist schon zerlegt. Da sieht man auf jeden Fall, dass die Jungs exakt wissen, wo welche Schraube ist. Das geht ratzfatz. Da kann man auf jeden Fall sagen, das geht auf jeden Fall schnell und hier sind die Arbeitsstunden gut angelegt, wenn das auch so schnell geht. Ich bin gespannt, wie lange das wir wirklich brauchen, dass das Motorrad zerlegt ist. Ich glaube, das geht schneller als gedacht. Ja, das Standardmotorrad ist ja R5, was wir haben. Ja, Mischung R4, R5. Ist
tolles Straßenmotorrad für den Straßen und wird da dementsprechend ausgeliefert in der Straßenkonfiguration. Das heißt, wir machen eigentlich ein Rennmotorrad draus, das ist ein kompletter anderes Motorrad auf einmal. So, weil viele von euch haben sich das ein bisschen gewünscht, dass wir da auch ein bisschen low-budget-mäßig vorangehen und nicht nur das Höchste vom Feinsten reinbauen. Deswegen nehmen wir jetzt auch die Originalgabel und lassen die soweit von außen her und ändern nur das Cartridge und die Feder. Somit keine anderen Innen- und Außenrohre, damit wir die Kosten ein bisschen im Zaum halten. Das heißt, wir beginnen das Fahrzeug zum Strippen. Die Basis ist immer ein Originalmotorrad. Es sei denn, die Umbaumaßnahmen sind dann so krass, dass es nicht lohnt, ein Originalmotorrad herzunehmen. Das heißt, wenn so viele Komponenten erneuert werden, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, eine neue zu schlachten, bauen wir sie gleich in Teilen auf. In deinem Fall ist die Basis rundum R1 von der kompletten Geometrie. Das heißt, die wichtigsten Schritte an der R1 sind einmal für die Lebenserwartung der R1 einmal, dass wir einen Kit-Kühler montieren, einen großen Kühler, um die Öltemperatur im richtigen Fenster zu behalten. Natürlich, die neuen ECUs sind nicht mehr flashbar, wie es früher die Leute gemacht haben. Heutzutage, du musst das tauschen. Also auf die Kit-ECU tauschen, zwingendermaßen notwendig. Das heißt, Kabelbaum ECU muss getauscht werden, wo man dann verschiedene Rennspecs rauskriegen. Das Motorrad ist von Haus aus durch Euro 5 sehr mager abgestimmt. Das heißt, die vertragt nicht einmal nur einen anderen Auspuff in der Originalkonfiguration. Dann kann man einen Ventilschaden erwarten, weil sie einfach so mager abgestimmt ist. Das Motorrad fährt eigentlich nicht auf Sprit, sondern auf warmer Luft Standard. Also die ist wirklich so mager, damit sie diese Euro-Normen erreichen, dass sie im Rennbetrieb unmöglich ist, fast zu fahren. Also man kann sie entweder komplett Standard belassen oder beim Rennmotorrad sind dann größere Schritte notwendig. So, wir haben jetzt hier schon einige Serienteile ausgebaut, darunter die Fußrastenanlage, die originale Auspuffanlage. Da haben wir natürlich die Spiegel. Da hinten liegt auch der Kabelbaum, weil der wird ja auch ersetzt in den Kit-Kabelbaum quasi. Also das hier ist der originale Kabelbaum, den brauchen wir halt nicht mehr. Wir brauchen keine Blinker mehr, wir brauchen kein Licht mehr. Das ist alles Gewicht, das wir sparen können. Also da fangen wir quasi an mit unseren eigenen Sachen, also die, was wir selber unten bei der CNC-Fräse machen. Ja. Also da schaue ich jetzt auf den Auftrag hin. Das ist nämlich immer so eine kleine Kategorie, was wir selber machen. Mhm. Das ist also die Aufnahmen, was dann quasi an Ständer, die Aufnahmen von Ständer, die haben es kostet schon unten, eben dass die Motorrad auseinander zerlegen können, das ist schon unten. Dann wirst du wahrscheinlich brauchen so ein Filler-Cap, also die Tankdeckel. Okay, wir haben das erste Teil im Einkaufswagen. Genau. Dann brauchen sie Goalbrocken. Dann brauchen sie kostet noch einmal ein Schnellwechselsystem. Hinterachs-Schnellwechselsystem, ne? Genau. Ja. Also quasi das Komplette mit der Anleitung, mit allen Distanzen dabei, mit den Schrauben für die Bremsleitung. Ja, ja. Emulator, quasi das Herzstück. Emulator für ABS quasi? Genau. Die macht es auch selber, was ich weiß? Machen wir auch selber, genau. Der Kevin tut die drüben machen. Eben für die alte, für neue Motor, alles da. Dann gehen wir am besten eine Etage weiter zu unserem teuersten Regal, so sage ich gerne dazu, ist nämlich unser Kit-Regal. Ah, das wird spannend. Ja, muss aber schauen, was ich da alles brauche. Also die ECU. Motorsteuergerät, jawohl. Genau. Das wird da benötigt. Mitschreiben muss ja, was ich alles reingibt. Ja, dass man also doppelt quasi genau, dass wir da nichts doppelt irgendwie wegnehmen. Dann kontrolliere ich eben das Ganze, was reinkommt, was wir unten haben, was wir nicht da haben. Ganz wichtig. Dann gehen wir eine Etage weiter zu unserem Regal, wo wir quasi jetzt das, was wir eben beziehen, quasi von Gilles, von Domino, von Translogic. Ja. Also quasi die Standardteile, der Bremshebelschutz von Gilles. Dann haben wir da die Lenker für das neue Modell, für die R1 20. Mhm, wegen dem elektronischen Gas quasi, ne? Genau, ja. Mhm.
Dann brauchen wir da noch Bremsheberschutz, den haben wir. Die Fußrasten ist auf der anderen Seite, Bremsheberschutz. Wie ist das jetzt? Das Wägelchen wird immer voller. Schauen wir mal, ob das auf der Zeit passt. Bevor ich es vergesse, GP Racing. GP Racing, also Motorschoner quasi, ne? Genau, ja. Die ganzen Covers. Dann haben wir aus dem Regal die Plexis, halt auch noch da. Quasi die, was wir dann nachher bei der Verkleidung tun. Die Verkleidung tun wir dann immer zum Schluss. Ja. Als erster das Motorrad. Mhm. Und dann die Verkleidung nimmt ja sehr viel Platz weg. Ja, ja. Deswegen tun wir die Verkleidung dann immer erst zum Schluss hin. Okay. Dann brauchen wir aus dem Regal da, aus unserem Kleinteile-Lager, die Steering-Stopper. Lenkanschlagbegrenzer. Genau. Ja. Die sind da ganz wichtig. Dann die Ventile. Da muss man bei den Ventilen jetzt halt immer schauen. Wir haben auch sehr viel Auswahl, also von Magazine oder Standard. Ja. Der hat da, also quasi für den Auftrag brauchen wir da jetzt für die Standardventile. Ja. Dann kommen wir wieder zum zweiteuersten quasi Faktor, was wir da haben. Das ist jetzt quasi Öl in so einem Brembo da nur angesiedelt. Da brauchen wir mal das Federbein. Ah ja, das schöne Federbein. Das ist also das normale TTX, gell? Genau. Wir kriegen jedes Jahr von Rennteam und speziell von der Firma, weil wir heute halt extreme Umsätze machen, sehr unmoralische Angebote von anderen Herstellern. Bildschirm verbaut unsere Bremsscheiben, verbaut unsere Ketten, verbaut unsere Bremsbomben und Auspuff und was der Teufel was alles. Sicher. Dann haben wir da noch einen Kupplungshebel. Der wird einmal bei uns abgeschraubt, die Costa Quarter. Man muss jetzt mal das ganze Bild sehen. An diesen Marken, was wir da vertreiben, wir reden jetzt von MB Motorsport, wir reden von DED, von RK, Akrapovic, Brembo, 2D und diese renommierten Marken, was wir da verwenden, sind die Spannen sich am geringsten, weil das die Qualität am höchsten ist. Mhm. Allerdings ist eines, es hat einen Grund, warum wollen wir sagen, fast vom MotoGP-Feld 90% davon, bis auf KTM, die hauseigene Marke verwenden müssen, Öl ins Verwenden. Mhm. Man darf nicht vergessen, Yamaha hat Anteile von Kayaba, haben eine eigene Vorwerksfirma wie Soki, Honda gehört Showa und so weiter. Und die kaufen Öl ins zu. Mhm. Das komplette MotoGP-Feld. Alle fahren Brembo-Bremsen. Bei den Auspuffen ist Akrapovic rüstet jedes MotoGP-Motorrad aus. Die, was es nicht drauf haben, haben es drauf, aber steht nicht drauf. Steht nicht drauf. Das heißt, die kaufen das zu. Bremsscheiben. Das sind die T-Drive, ja? T-Drive, genau. Ja. Also zwei Stück drin. Genau. Hm? Da brauchen wir natürlich noch die Bremsbackeln dazu. Also da quasi das Ganze, da sind Bremsbackeln. Ja. Also da haben wir sowohl für die GP4 RX, also für die silbernen Kaliber von Brembo. Ja, die haben wir auf meiner drauf. Hm. Genau. Hm, ja. Und er wollte sich hier für die... Und das sind jetzt hätten 4 für den genau, Standard, für die Standard-Bremssattel. Hm. Genau. Ja. Und die müssen wir immer auf Lager haben, also für die GP4 RX. Wie viel habt ihr auf Lager von denen? Wie viel das? 500? Ich brauche 2 Hände dafür. Also, das sind einmal nur für die GP4 RX. Ich will aber nicht immer alle da aufhören. Da geht's weiter. Das sind alles nur für die GP4 RX. Ah, das leckt mich am Arsch. Das ist gut einfach. Aber es ist schon schlimm, wenn man damit arbeiten muss und das nicht selber hernehmen darf, ne? Ja, das ist natürlich. Aber jetzt ist quasi, ich darf das Ganze herumheben, also es ist ein bisschen Training auch. Also, die Bremsbacken haben wir da. Dann schauen wir mal durch. Die. Wichtig ist eine Ölablassschraube. Achso, die andere Ölablassschraube. Genau. Mhm. Die wird da austauscht. Die haben wir da
warum? Es sind oft so Kleinigkeiten, an die denke ich gar nicht, gell? Aber das ist doch relevant. Es ist dann halt sehr, ja, deswegen auch der Auftrag da sehr wichtig. Man muss halt immer wieder doppelt schauen, was hat man. Dann stimmt man sich auch mit dem Mechaniker ab. Dann redet man unten mit dem Mechaniker, ja, die Teile willst du jetzt haben, die Teile willst du jetzt haben. Großes, dann Öl ins, gebe ich ihm schon mal vorher ab, eben, dass er die Gabel vorbereiten kann. Mhm. Dann auch die Bremser-Sachen, Bremsscheiben. Ja. Und dann reden wir halt noch mit dem Mechaniker selber, so das reichert er noch dazu. Da kommt es noch auf den Auftrag dazu, damit eben die Maschine wirklich, wirklich auch abgestimmt ist und der wirklich verwenden kannst. Ja, ja, da haben wir noch für die Gabel vorne was wahrscheinlich, oder? Weil das ist das Federbein. Genau, das ist das Federbein. Dann haben wir da noch die Lenkungsdämpfer. Die ST01. Aha, das ist das Lenkungsdämpfer, oder? Ich jetzt das mache ich dann auch gerne mit der so Elektronik, dass wir das alles zusammen haben mit dem Kabelbaum, das sind immer unsere Schalter, die neue ja anziehen. Ach, das sind die, die selber gefressen, oder? Genau. Da wusste es auch wegen dem E-Gas, ne? Genau, wegen dem Gas. Ja, das schaut natürlich schon geil aus. Ja. Die Playstation-Spielknöpfe. Genau, die Playstation-Spielknöpfe. Also quasi einmal das Gas und dann brauchst du ihn einmal links. Ne? Das ist eigentlich schon was so richtig Edles irgendwie, gell? Ja. Aber Playstation-Spielknöpfe ist eine gute Beschreibung nur dafür. So, was haben wir da noch auf unserem Auftrag rum? Natürlich eigentlich den Ein- und Ausschalter. Ganz wichtig. Also kann man beim Ein- und Ausschalter verwenden wir großteils eben den Schalter selbst, wir haben den eigentlich auch zum Drücken. Es ist dann halt auch abhängig vom Fahrer, eben bis du mit den Handschuhen das willst. Und der zum Drücken oder zum Schalten, meiner Meinung nach zum Schalten dann doch ein bisschen besser, wenn du die Handschuhe anhast. Ja, der ist schon gut. Also den kannst du ja kaum überfüllen. Genau, das ist das. Das ist eben das, das dann beim Schalter. Den Schalter, den Emulator haben wir. Dann haben wir eigentlich... Kabelbaum. Fast alles Kabelbaum. Ah, so, kurzes Zwischenstands-Update. Wir haben hier die E1 komplett zerrupft. Wie ihr gesehen habt, alle Serienteile sind jetzt hier in der Schachtel drin. Wir waren oben im Lager zusammen mit dem Lageristen und haben hier das schöne Einkaufswägchen mit den ersten Teilen für die erste Montage, die in unterschiedliche Parts aufgeteilt ist, hier runtergebracht. Und die Mechaniker fangen jetzt von hinten nach vorne an, das Motorrad zusammenzubauen. So, da ist jetzt hier schon der Carbon Airram dran für die Ansaugtrichter und der Öhlins-Lenkungsdämpfer. Es ist jetzt 13.14 Uhr und ihr seht, das Bike ist schon am Zusammenbau. Es kommt hier, also Federbein hinten ist schon drin. Dann kommt jetzt dann die Gabel rein und die Lenkerstummel. Die Gabelbrücke ist schon drauf. Und der Plan wäre so um 16 Uhr auf den Prüfstand zu gehen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber anscheinend. So, jetzt kommt da quasi das Hinterachs-Schnellwechselsystem, ist das, mit dem hinteren Bremssattel. Victor, is it a different brake?
No, caliper is standard. Caliper is standard. Yeah, yeah. Okay, but it's... Caliper is standard, but this is holder is the opposite side. It's from down, from top. But on my old kit bike, there was another caliper for the rear. Also possible, but there the guys try to find the cheapest way how to manage. Okay. So, and it works. So only we have to remove the air in this position. Yeah. Because we change the position of the caliper from top to down, which means you never get the air out. Yeah, yeah. If something happens and you have to remove the air from the rear brake, you have to go release it from the system and go this way to remove the air. But usually rear brake, how many riders is using? I don't use it. So, and then, okay, I will not put the fluid. Yes, throw it away. We cut it. Throw it away. So, dieses Hinterachs-Schnellwechselsystem hier, das ist auf jeden Fall sein Geld auf jeden Fall wert. Das war mir halt extrem wichtig, weil ich weiß, wie unangenehm das Reifenwechseln bei der Serie 1 ist, weil da kriegst du echt einen Koller. Und deswegen haben die da so einen Halter entworfen, damit der Originalbremssattel und diesmal nicht mein anderer, so wie bei der alten 1, sondern Originalbremssattel quasi umgedreht werden kann und somit die Bremsscheibe von oben in den Sattel hineingeht. Somit schmeißt du die Felge einfach nur von oben rein. Angenehmer zum Reifenwechseln, geht schneller und spart einen Haufen Nerven. So, das sind jetzt auch schon die neuen Fußrasten. So die rechte Seite. Oh, lecker, lecker. Und viel mehr Verstellmöglichkeiten ist für mich perfekt, weil ich ja eh gerne verstelle. Schön hier eingelasert. So, es ist mittlerweile 15.11 Uhr. Das Motorrad nimmt schon wieder Gestalt an. Es sind schon ein paar wichtige Dinge drin, wie zum Beispiel jetzt kommt gerade der Kühler rein, die vordere Gabel, die Bremse wird vorbereitet, die Kette ist drin, die Zahnräder sind drin, die Reifen sind drin, die Felgen mit den Reifen, die Bremsscheiben sind drauf. Die komplette Auspuffanlage ist drin. Jetzt kommt dann noch die Elektronik und Tank, Ansaugbrücke und Verkleidung. Und ja, ihr habt es gesehen, es ist jetzt gerade mal 15 Uhr und es geht richtig vorwärts. Und wenn wir gut im Plan sind und alles funktioniert, dann gehen wir heute noch auf den Prüfstand. So, jetzt wird ja schon ein bisschen die Elektronik gemacht. Hier die quasi Schalter rund um die Lenkerstummel. Quasi für Pit-Limit da, wo man die Traktionskontrolle verstellen kann und so weiter. Auf der rechten Seite der selber gefräste mit dem E-Gas. Ja, und die Jungs, die verlegen jetzt da in der Zwischenzeit noch die Kabel und die Bremsleitungen. Und der komplette Kabelbaum kommt jetzt noch rein hier, damit sie dann den Tank und die Einspritzanlage bzw. Ansaugtrakt raufbauen können. Und dann kommt schon langsam mal die Verkleidung. Da bin ich dann gespannt, weil die kriegt nämlich was Besonderes. Obwohl, bevor wir die Verkleidung rauftun, kommt sie auf den Prüfstand. Weil auf dem Prüfstand wird immer ohne Verkleidung gefahren, damit die nicht unnötig irgendwelche Schäden kriegt. So, hier haben wir jetzt ein bisschen in Bremskühlung investiert. Das sind hier die Carbonverkleidungen, da wo die Luft direkt vorne reinströmen kann, um die Bremssättel zu kühlen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ding, wenn man die Seriensättel fährt. Und ich denke, in Verbindung mit den T-Drive-Bremsscheiben sollte das eigentlich eine sehr gute Bremsoption und vor allem eine gute Bremsstabilität bieten. How do you call this thing in English? It's throttle body. Throttle body? Yes. In German we say... It's like body, yeah? It's like body, yes. In German we say... Drosselklappen. Oder Einzeldrosselanlage. Can you repeat Einzeldrosselanlage? No, I will not try, yeah? These German words are crazy, huh? Can you explain what you are doing on the throttle body? Throttle body? So fairly, if I have to say, I don't know. You just do this what somebody else is talking to you. They told me you have to do this, then I do. So, um genau zu sein, wir machen hier bei der Einzeldrosselanlage das ist so ein second breathing system. Also quasi, ich denke, das ist vermutlich für die bessere Abgasverbrennung, für die Euro 5 wahrscheinlich so eine. Yeah, the most question is in this story, so you. On the standard bike, you have a couple of sensors. Yeah.
because of this Euro 5 and Euro 5, which yes. are later not used, so yeah. it means they are disconnected and yeah. the racing ECU not care really about this. Huh? Yeah, yeah, yeah. Usually just the air pressure and temperature and the yeah. position of the crankshaft and camshaft. And so we are close to second briefing that the engine is not sucking different air, yes? Yeah, yeah. It's, okay. It's like closed system which are running around yeah, to yeah. make less stuff coming out from the exhaust. Okay, yes. Nicht nur, dass die technisch am höchsten sind, so ein Rennmotorrad ist eine Riesenbaustelle. Umso weiter du dich wegbewegst von Standardmotorrad, umso mehr Fragen wirfst du auf und umso größeres Risiko eines Problems stellst du dir da hin. Und deshalb ist gerade bei so einem Rennmotorrad, wenn man speziell für Kunden sowas baut, immer ein Vorteil, dass man weiß, auf dieser Komponente und dieser Komponente und dieser bin ich mir sicher und habe kein Problem. Ja. Man hat genug andere Baustellen noch. Und auch alle diese Hersteller, was das teuer zukaufen, man muss dazu sagen, dass wir reden jetzt von Marquesini, wir reden von Öhlins, von Akrapovic, die sponsern gar nichts. Mm-hmm. Das heißt, es ist zu kaufen und zu abartigen Preisen zu kaufen. Ja? Dieses Material ist so hoch dass ich, und die Qualität ist so gut, dass die richtiges Geld verlangen können dafür, mm-hmm. weil es einfach was, das kann keiner bieten. Mm-hmm. Wir selbst, der Homar Werksmotorrad, vertrauen dem hundertprozentig dem Zeug. Wir hatten auf diesen Komponenten noch nie ein Problem. Und da ist man auch speziell in der Langstrecken mm-hmm. sehr froh und in der MotoGP, dass man nicht wegen sowas ausfällt. Und wir wollen unser Know-how natürlich den Kunden weitergeben. Und das Wichtigste am Yard ist nicht nur, dass wir schöne Motorräder und schnelle Motorräder bauen. Das Wichtigste gerade für die Endkunden ist, dass du keine Probleme auf dem Motorrad ja. hast. Und mit diesem Material können wir dir garantieren, mit dem wirst du keine Probleme haben. Ja. Und das ist uns das Wichtigste. Das Schönste für mich ist natürlich, wenn ich zu Weihnachten eine Nachricht kriege und sage, das war wieder eine super Saison, ich habe keine Probleme gehabt, danke fürs geile Motorrad. Ja, ja. Das ist für uns natürlich das Schönste. Alle anderen Komponenten, bist du der Testfahrer, es gibt keinen namhaften Rennfahrer, der so ein Zeug verwendet. Du bist der Testfahrer aus eigentlich nur aus wirtschaftlicher Sicht, ja. Mm-hmm. Ich meine, ein Bremsscheiben ist nicht gleich ein Bremsscheiben. Ja, ja, dass es ein Chines wahrscheinlich billiger macht wie ein Italiener oder sonst was, ist klar. Aber irgendwo gibt es dann natürlich Kompromisse, die man eingehen muss, ja. Und ich würde sagen, ein High-Level-Motorrad hat diese Komponenten zu haben, ja. Mm-hmm. Und der Erfolg gibt uns recht, wir haben keine Probleme auf dem. Und deshalb ja. bestehe ich darauf, dass die Komponenten bei einem Yard-Motorrad verbaut werden, weil alles, was wir nicht haben wollen, ist, dass es ein Problem auf einem Yard-Motorrad gibt. Und es gibt keine Probleme, weil wir diese Komponenten verwenden. Ja. Jetzt kann ich mir natürlich denken, dass natürlich in die Kommentare jetzt unten steht, ja, aber ich habe jetzt aber auch schon was anderes drin gekommen, das hat trotzdem funktioniert. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass im Einzelfall durchaus andere Konstellationen von Herstellern durchaus funktionieren werden. Ich denke aber, dass das für den Einzelnen weniger das Problem ist, sondern eben, wie du schon sagst, für dich als Firma, der für den Endkunden arbeitet, der dir hundertprozentig garantieren muss, dass das funktioniert. Und wenn du mit einem anderen Krümmer, mit einem anderen Auspuff, mit einem anderen Ansaugsystem meinetwegen noch keine Erfahrung hast, auch was die Abstimmung anbelangt, dann fängst du ja eigentlich ja wieder von vorne an. Ne? Und dann ist ja auch die Gefahr, dass der Motor meinetwegen zum Arger läuft oder seine Spässe einfach zu hoch dementsprechend. Ne? Schau, wir geben ja auf die Rennmotorräder eine Garantie. Wenn einer sagt, ich baue mir ein Motorrad und ich habe mir jetzt nehmen wir eine Ausbaufirma, was es nicht mehr gibt, an Sebring drauf und habe kein Problem gehabt, ist das recht schön. Ja. Wenn du 200 Motorräder baust und du hast nur 2% Ausschuss, genau. hast du schon mal 4 Leute, die sagen, du, mein Krümmer ist gebrochen, gratuliere, was machen wir? Ja. Verkleidung ist abbrennt, das Ding hat zum Brennen angefangen und es funktioniert nicht gescheit. Und diese Probleme brauchen wir nicht. Ja? So, jetzt geht es im Endspurt zu. Jetzt kommt die Airbox auf, der Tank und dann nach dem Prüfstand die Verkleidung. So, muss man jetzt natürlich ein bisschen Öl auffüllen, weil das so ist, dass quasi durch den größeren Kühler
durch den größeren Ölkühler. Ein bisschen Öl verloren geht dadurch quasi, das muss man jetzt wieder auffüllen. Aufgepumpt, bevor sie gestartet wird, damit quasi der Motor nicht läuft, ohne den Öldruck vorher schon mal gehabt zu haben. Now the days of the moment of the moments. Wir haben jetzt nochmal anderen Reifen drauf für den Prüfstand, damit die neuen Slicks nicht gleich abgefahren sind. So, und jetzt ist der Plan, einfach einmal anstarten, ein bisschen warm laufen lassen, gemütlich mal einfahren, wirklich die Gänge gemütlich durchschalten, Drehzahl halten mit ein bisschen Last, mit ein bisschen Bremse, quasi Last am Prüfstand. Der Christian macht das jetzt und vielleicht darf ich später auch mal, die Gänge durchschalten. Das habe ich nämlich noch nie gemacht auf dem Prüfstand. Jetzt haben wir sie einmal eingefahren. Die war jetzt mal ein paar hundert Kilometer hier am Prüfstand. Schon einiges an Kilometern, das dauert natürlich eine Zeit. Christian hat da Zeit, sich da drauf zu setzen mit 120, 150 km/h, da gemütlich im 5., 6., 4. Gang rumzufahren, ein bisschen durchschalten, die Gänge durchschalten. Und jetzt kann man schon die ein oder andere Messung machen und natürlich auch dann dazu die Abstimmung. Und das machen wir jetzt. Auf geht's!
So, der Prüfstand ist jetzt fertig. Der Christian hat das jetzt abgestimmt. Ich habe auch nochmal fahren dürfen, einfach um mal ein Gefühl fürs E-Gas zu bekommen. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. So, jetzt geht sie wieder rüber in die Werkstatt und da wird jetzt nebenbei schon die Verkleidung vorbereitet und da habe ich euch ja versprochen, da gibt es was Besonderes. Und währenddessen der Christian die jetzt da runternimmt, schaue ich gleich einmal in die Werkstatt und schaue an, was da an der Verkleidung denn gemacht wird. So, nach dem Prüfstand kommt jetzt die Verkleidung drauf, die wird drauf schön angepasst, schön eingearbeitet, schöne Carbonverkleidung und wie fertig ist, zeige ich es euch gleich. Also, oh, was ich ja richtig geil finde, ist dieses rote Rücklicht hier. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie hat was. That looks so nice. It's looking like a porn. You agree? Yes, for you it's just work, but for me it's a kind of porn. Show me these wings. That's real hardcore porn. So, die Jungs haben das tatsächlich das Unglaubliche möglich gemacht. Es ist jetzt gerade mal 19 Uhr und das Motorrad ist fertig. Man muss aber dazu sagen, dass die vordere Gabel schon vorbereitet war. Da haben sie immer viele, die sie schon vorher am Stück vorbereiten, dass sie sich gerade noch reinstecken brauchen. Aber sonst alles in allem ist es ein extrem schneller Job gewesen. Und es haben natürlich hier auch zwei Mechaniker daran gearbeitet. Das in der Regel nicht der Fall ist, aber wir haben das jetzt für den Film gemacht, um auch mal zu zeigen, wie schnell geht es wirklich. Und ich denke, das ist aber auch dementsprechend sauber und professionell gemacht, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Wir werden das rausfinden und zwar geht es in ein paar Tage nach Cartagena, nach Spanien und wir werden das dort testen, wie das Motorrad funktioniert, ob ich hier wirklich, wie Mandy gesagt hat, eine Sekunde schneller bin, wie mit meiner Yamaha, die ich bisher hatte. Und ihr habt gesehen, da wird hier richtig angeklotzt, das ist der absolute Wahnsinn. Gebt mal gerne einen Daumen hoch für dieses Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal. Jetzt habe ich mich im letzten Tag versprochen, das ist unglaublich. Gebt mal gerne einen Daumen hoch für dieses Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin und ciao.